Ey, Dasana, heute schauen wir wieder in die Schweiz. Genauer gesagt wandern wir heute zur tibetischen Hängebrücke in Monte Carasso. So, vorab noch ein paar Fakten zu der Hängebrücke. Fakt Nummer 1: Im Mittelpunkt der Brücke ist man 130 Meter vom Boden entfernt. Fakt Nummer 2: Die Brücke ist auf einer Höhe von 696 Metern befestigt. Fakt Nummer 3: Die tibetanische Brücke ist 270 Meter lang. Fakt Nummer 4: Die Brücke wiegt ungefähr 50 Tonnen. Fakt Nummer 5: Die Brücke ist mit einer Seilbahn erreichbar. Und letzter Fakt: Das Überqueren der Brücke ist komplett kostenlos. Na, das waren kurze, klare Fakten. Wir zwei wollten zuerst auch mit der Seilbahn nach oben fahren, allerdings hätte dies eine Wartezeit von mindestens 45 Minuten bedeutet. Und der Wanderweg bis zur Liftstation ebenso 45 Minuten. Also überlegten wir nicht lange und wanderten den Berg nach oben. Und das sah so aus. Wir wandern jetzt circa eine Stunde auf einem Berg, weil die Seilbahn eine Dreiviertelstunde braucht, bis sie uns mitnehmen könnte. Und auf dem Berg ist... Tibetische Hängebrücke. Eine tibetische Hängebrücke. Ja, mal schauen, ob wir es uns trauen. Unsere Weggefährten. Nach der insgesamt anderthalb Stunden langen Wandertour waren wir über den Anblick der Hängebrücke fasziniert und gingen natürlich gleich herüber. Ein wenig gewackelt hat es, aber bei dem Ausblick war dies leicht zu verschmerzen. Ja, das war es heute auch schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Video. Über einen Daumen nach oben würden wir uns freuen. Ein Abo wäre mega. Wir sagen ciao, adea.